Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wasserhähne etwas Fallisches haben? Edna! Jetzt, wo mir das aufgefallen ist, werde ich wohl verdursten müssen. Der ist fest. Egal. Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements! Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Captain Iglu? Nee, niemand. Willst du baden, Harvey? Ken sagt dir wahrscheinlich wieder überall das Gleiche. Ein Sperrholzbrett an Stiftscharnieren versperrt mir Einblick in die Hängekonsole. Die ist festscharniert. Egal, schraub sie auf. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr deprimierend ist, eine Schranktür zu sein. Ach nein, wo denkst du hin? Naja, den ganzen Tag nur auf und zu, nichts dazwischen, keine Grautöne. Hey, projiziere deine Konflikte gefälligst auf deine eigenen Marotten. Okay. Sehe ich da Kaffee irgendwo? Nee. Hä? So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Okay. Rhabarber, 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 Rhabarber. Wozu? Um Lecke in Schiffsrümpfen abzudichten? Ja. Guck mal, Harvey, Marmelade. Ich hätte auf außerirdische Lebensform getippt. Kann ja sein. Ich hab auch nur geraten. Möglich wäre natürlich beides. Lieber nicht. Wenn ich sein Gefäß beschädige, kann es womöglich fliehen. Yeah. Die sind schon beschriftet. Da steht entweder Rhabarber-Kompott oder Roswell-Komplott. Ich halte beides für gleich wahrscheinlich. Ja. In diesem Bild verspeist Captain Unbrauchbar den Vegetabler aus Versehen zum Frühstück. What? Ich will das nicht abfüllen und mit mir herumtragen. Am Ende übernimmt es die Kontrolle über meinen Geist und zwingt mich zu haarsträubenden Untaten. Ja, und der Job ist bereits vergeben. Alles klar, Harvey. Nicht nötig, dem Zeug wachsen bereits eigene Fußnägel. Der siffige Becher ist ein guter Aufbewahrungsort dafür. Oh. Brauchst du diesen Pappbecher, Harvey? Sieh es ein. Niemand braucht diesen Pappbecher. Er ist hoffnungslos versifft. Das habe ich nämlich noch gar brauchst nicht gemacht. Du diesen Alles einmal mit dem Pappbecher benutzt. Na sowas. Diese Poloschlägerschutzkappe ist zu klein für meinen Schläger. What? Der ist jetzt doof gelaufen, ey. Punkt, Punkt, Komma, Oh nein, der Becher ist hin. Schande, ich wollte doch wissen, wie es ausgeht. Und zurückklatschen. Ich muss gleich wieder niesen, habe ich das Gefühl, ey. Heute sind wir aber noch nicht so weit gekommen irgendwie, ne? Es geht so. Er ist genau. Captain Unbrauchbar hat einen speziellen Spender für Pappbecher am Gürtel. Wenn man das Wasser aus dem Basonko-Becher trinkt, schmeckt es etwas besser. Das klingt praktisch. So einen sollte ich mir, glaube ich, auch zulegen. Ah, lol. Der Weg war ja wirklich komplett markiert, habe ich gerade gesehen. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Haben wir. Hey, da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool.
Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Ja. Hm, und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Okay. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Das ist unerklärlich. Mein Poloschläger isst keine Cornflakes. Hast du ihn schon gefragt? Da ist kaum etwas. Hast du ihn denn gefragt? Ja, da ist tatsächlich ein Rätselspiel auf der Rückseite. Aber meinetwegen kann Bobo Bär ruhig im Labyrinth versauern. Hey, das ist jetzt gemein. Obwohl, er hat ja Cornflakes, ne? Captain Unbrauchbar isst Cornflakes nur mit warmer Milch und Zucker. Ich tu den Fußnagel mal hier in die Packung. Da verliere ich ihn nicht. 9 bitte. Cornflakes lassen sich nicht ohne weiteres trinken. Dazu muss man sie vorher 10 Minuten in Milch stehen lassen. Ja, das stimmt. Oh, das ist so eklig, wenn Cornflakes einfach aufweichen in der Milch. Den Ausweis tue ich garantiert nicht wieder zurück. Weil dir die Autorität gefällt? Ja, die und die freien Parkplätze vorm Präsidium. Hm, das ist ein Argument. Ich wollte noch reden damit. Crunch, munch, crunch, crunch? Crunch, munchel die Crunch. Mensch, Crunch, Wunsch, Punsch. Ja, ja, ist schon interessant. Achso, sag mir schon. So. Müsli. Vitamino. Mit dem besten aus 3 ausgewählten Kaninchenstellen. Alles Nein, klar. Danke. Das ist mir zu gesund. Hallo, Müsli. Hallo. Ein ganzes Alphabet von Vitaminen und doch so wenig zu sagen. Hey, diese Stimme gerade, Alter. Hallo, Müsli. Hallo. Hallo. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Okay. Willst du Müsli, Harvey? Gesund. Ich bin ganz eurer Meinung. Ja. Bring mir all deine tollen und gesunden Sachen. Nur eine Berührung mit mir und sie werden alle gesund. Ja, bring nur... Okay. In diesem Bild benutzt Captain Unbrauchbar seine Superkräfte, um Bananenstücke aus dem Müsli zu sammeln. Warum? Ja, bring nur... Ach so, das kann ich ja nirgends benutzen, okay. Ja, bring nur... Ja, bring nur... So, und hier oben hatten wir noch Marmeladen, ne? Okay, Schranktür einmal benutzen, bitte. Nein, das hatten wir schon. Soll ich dich in diesen muffigen Hängeschrank stecken, Harvey? Au ja, und danach bist du dran. Okay. Meine tollen Sachen gehören nicht in diesen muffigen Schrank. Sie gehören auf eine grüne Wiese ins fröhliche Sachenland. Da können sie dann mit den anderen fröhlichen Sachen spielen. Oh, das klingt nach einem schönen Ort. Meine tollen Sachen, da können... In diesem Bild hat sich Captain Unbrauchbar selbst im Wandschrank eingesperrt. Also ich kann doch jetzt hier das mit einbenutzen. Was willst du damit erreichen? Sauberen Dreck? Ja. Jetzt blitzt und blinkt die Marke noch heller. Das ist schön. Eine der äußerst populären legalen Drogen. Ich liebe Kaffee. So, aus dem Fenster müssen wir nicht nochmal gucken. Sünde, ja. Verbrechen, nein. Okay. Nein, das ist zu wenig. Können wir jetzt vielleicht mit der Polizeimarke ein Handtuch holen, möglicherweise? Könnte ja funktionieren. Am Ende jeden Tages kam Inspektor Konrad zurück ins Präsidium und wischte den Sumpf des Verbrechens von ihrer Marke. Okay. Ich komme erst die Luft. Okay. So, können wir hier unten noch weitergehen? Nee, können wir nicht. Okay, dann gehen wir erstmal. Ach, das führt ganz hier hoch.
Wissen unsere... Oh, cool. Das ist eine nice Sache irgendwie. So, nein, gehen wir runter. Nein, nicht hoch. Nya! Runter. Hier unten können wir nirgends lang. Und hier brauchen wir den Generalschlüssel. Wir können acht noch... Oh, Gott, oh Gott. Und da haben wir nun einen Raum mit 8 Ausgängen. Ja, was mich immer sehr genervt hat, war, dass man später im Spiel auch hinter diesem Gitter spielen kann und doch die Türen halt alle so unglaublich klein sind. Und ich habe auch dummerweise, ich weiß gar nicht mehr warum, aus Übermüdung, ich habe eine Tür zu viel reingezeichnet. Und zwar auf der linken Seite von dem Flur, der nach hinten weggeht, sind halt 2 Türen, aber tatsächlich ist nur eine benutzbar. Wohin die andere Tür führt, wissen wir während Edna bricht aus nicht. Gott sei Dank habe ich diesen Fehler in Harveys neue Augen wieder gut gemacht. Dort spielt man nämlich tatsächlich auf der anderen Seite der Gitter und da sind die Türen groß genug und man kann sie halt alle betreten. Bis auf natürlich die eine Tür zum Wäschelift, da steht die Kamera dann vor. Die Kamera, in Anführungszeichen. In Harveys neue Augen findet ihr endlich raus, was hinter der letzten Tür ist. Kauft Harveys neue Augen. Haha. Alles klar. Ich hasse diese Dinger. Ja, ich auch. Es ist an diesem Gitter befestigt. Ja, es ist problematisch. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Ja, leider. Da fehlt ein Schlüssel. Das ist der... Mann, wir brauchen den Generalschlüssel dafür, Sieh nur, okay. Harvey, ein Schloss? Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie von ganzem Herzen. Nicht nur du. Robustes Mistding. Warum ist hier eigentlich niemand, außer dieser Wachmann? Ich glaube, ein Beschwerdebrief wird mich hier nicht rausbringen. Doch. Vielleicht. Captain Unbrauchbar hat für jede Tür den passenden Schlüssel. Leider hat er selten die Zeit, alle durchzuprobieren. Hier erreicht die Nutzlosigkeit des Wasserbechers ihren traurigen Zenit. Was jetzt geht? Und dann... Aufmachen! Polizei! Mist. Meh. Verflucht! Wenn ich doch nur längere Fußnägel hätte. Aber ich Idiot knabber sie mir ja ständig wieder ab. Ja gut. Können wir nicht in die Tür? Was Dr. Marcel darin wohl... Ach, das ist die Tür. Sesam, öffne dich. Keine Reaktion. Das war wohl der falsche Spruch. Sieh mal, Harvey, noch eine Tür. Ich hasse sie alle. Ja. Nimm dies, widerwärtiges Aus... Ich glaube, das hatten wir auch schon alles, oder? Ja, mein! I don't know what I did last summer. Okay. In diesem Bild rennt Captain Unbrauchbar offene Türen ein. Ich bin immer noch begeistert davon. Wasser! Wasser! Sie fällt nicht auf den alten Verdurstender sucht Oase-Trick rein. Oh. Und dann... Aufmachen! Polizei! Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Gefußnagelt, ey, dieses Wort ist so geil. Hier können wir rein, okay. What? Ja, dieser Screen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ich jedes Potenzial für unaufwendige Hintergrundanimationen einfach so verschenkt habe. Und mich störrisch geweigert habe, auch nur das Geringste im Hintergrund zu animieren. Das wäre sehr einfach gewesen. Außerdem sehr bemerkenswert an dem Screen ist, es wurde sich ja über das Spiel und über seine mangelnde Jugendfähigkeit ja häufiger echauffiert. Aber niemand hat halt irgendwie die Stelle in dem Spiel kommentiert, an der Edna quasi sich mit Hilfe von dem Alumann hier im späteren Spielverlauf Elektroschocks gibt. Spoiler doch nicht! Das scheint niemanden so richtig gestört zu haben. Aber sie macht das ja auch gerne. Ist ja für einen guten Zweck. Also geht das wohl klar. Ah.
Der bedient den elektrischen Stuhl. So funktioniert das nicht. Warum nicht? Aktivieren. Aktivieren! So funktioniert das offensichtlich nicht. Vielleicht brauche ich einen Fachmann. Harvey! Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Was hältst du davon, Harvey? Hui, ein Hebel! Ob der die Feuerballfalle im zweiten Level deaktiviert? Alles klar. Nein, ah. Poloschläger mit Hebel. Wir könnten den Hebel verlängern. Denn? Dann säßen wir endlich am längeren Hebel. Aus Wortspiel wurde Worternst. Alter. Ich beschrifte ihn lieber. Sicher ist sicher. Das ist eine nice Beschriftung. In diesem Bild erlangt Captain Unbrauchbar vorübergehend die Fähigkeit, seinen Gegnern kleinere Stromstöße zu verpassen. Im nächsten Bild zieht er die Wollsocken allerdings schon wieder aus. Dieser Hebel gehört nicht zu einem Getränkeautomat. So viel steht fest. Hast du es ausprobiert? Oh, wieso nehme ich denn immer wieder dieses Müsli? Cornflakes. Ob diese Anlage hier illegal ist? Vielleicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es erlaubt ist, Patienten mit Elektroschocks zu behandeln. Weiß man nicht. Das ist alles so fest montiert, da bräuchte ich schon einen Akkufußnagel. Lässt sich einrichten, glaube ich. Sieht kompliziert aus. Nein. Die sind fest montiert. Nein. Ich hätte gerne eine Cola, den Maximum Cheese ohne Gurke und einmal die Altölfritten. Oh ja. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Nein. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Ja. Nicht nötig. Alles unter Kontrolle. Nicht nötig. Alles klar. Der hat eine etwas beunruhigende Wirkung auf mich. Ach, wie kommt das? Ich warte auf die Mobilvariante. Mit der kann man dann sicher auch MP3s abspielen. Hast du noch einen letzten Wunsch, Django? Ich würde gerne nicht hingerichtet werden, wenn's geht. Nicht doch lieber ein paar Pokémon-Sammelkarten? Ja, doch. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Was hältst du davon, Harvey? Das muss der Kapitänsstuhl sein. Na dann, Mr. Harvok, Energie. Energie. Wollen wir unseren Sachen elektrische Superpower verleihen? Ich bezweifle irgendwie, dass das so funktioniert. Das funktioniert, Edna. Jetzt hat sie hinten was rausgekritzelt. Wir sehen das hier aber nicht, Edna. In diesem Bild erlangt Captain Unbrauchbar vorübergehend die Fähigkeit... Achso, hatten wir schon. Das ist ein elektrischer Stuhl, kein Barhocker. Hey, vielleicht passt es einfach nur zum Stil der Bar. Ob diese Anlage hier illegal ist? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es erlaubt ist, Patienten mit Elektroschocks zu behandeln. Nein. Das ist... Ansehen... Helm. Das Damoklesschwert unter den Kopfbedeckungen. Manche Hüte kann ich einfach nicht tragen. Och, der hätte bestimmt Style. Du könntest vielleicht mit Aliens reden. Wie geht's der Familie, Helmfried? Ach, mein Cousin arbeitet auf dem Bau. Und mein Bruder ist bei der Armee. Nur ich häng hier rum. Das ist ein bisschen doof. Das funktioniert anders. Ich weiß nicht wie, aber so funktioniert es nicht. Da magst du recht haben. Was hältst du davon, Harvey? Der würde mir wohl kaum stehen. Der würde wahrscheinlich auch ein bisschen zu groß sein. Vielleicht bekommt man darunter Elektroschocks. Aber vor Poloschlägern ist man geschützt. Jo. Ey. Sorry, zu hoch. Dein Ernst? In diesem Bild... Ach, so werden Energy Drinks hergestellt. Ah, Geheimnis gelüftet. Alles korrekt. Für Feuerstühle gilt Helmpflicht. Das ist... Gut. In dem Raum können wir, wie es aussieht, auch erstmal nichts machen.
Wir gucken mal noch. Unten. Oh, wir müssen. Nee, hier können wir auch noch weiter runter. Alles klar, Alter. Wie weit können wir denn runter? Aber ich glaube, Leute, ich habe Hunger durch das ganze Müsli-Geknabbere. Das heißt, wir beenden jetzt erstmal hier die Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet die Folge. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.